dieser ganzen Bundesregierung, sagen wir mal, Ideologie. Haben Sie da eigentlich, wenn Sie da im Bundestag sitzen, haben Sie da eigentlich manchmal das Gefühl, also ich möchte es einfach nur wissen, wenn Sie da drin sitzen und Sie haben ja Ihre eigene Meinung und dann sehen Sie die von den anderen und mich interessiert jetzt mal. Also Sie fühlen sich da eigentlich? Teilweise echt schockiert. Ja, ich habe ja den Antrag beispielsweise gestellt im Deutschen Bundestag, den haben wir auch dann gesehen, auch gemacht, ja. Zum Thema Familiennachzug. Den Familiennachzug, der ja jetzt eingeführt worden ist. Übrigens, an dem Tag gab es auch einen, als es entschieden worden ist, mit namentlicher Abstimmung, ob es jetzt 1000 Menschen pro Monat zusätzlich geben soll, die nachziehen dürfen, zu jenen, die kein dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland haben. Die dauerhaftes Bleiberecht kriegen sowieso Familiennachzug, weil sie kein dauerhaftes Bleiberecht haben. Als das dem zugestimmt, die CSU dem zugestimmt hat, am gleichen Tag haben wir als AfD Grenzkontrollen eingefordert und da haben sie geschlossen dagegen gestimmt. Also jeder einzelne CSU-Abgeordnete, der abgestimmt hat, hat dagegen gestimmt gegen Grenzkontrollen. Sie haben aber trotzdem... Und an der Stelle habe ich habe diesen Antrag eingebracht gehabt, zu sagen, wir wollen keinen Familiennachzug zu Leuten, die sowieso nicht dauerhaft in Deutschland bleiben dürfen. Und dann habe ich dazu auch dann Rede gehalten und auch die anderen Redebeiträge verfolgt. Und da war einer von der SPD, der hat sich allen Ernstes dahingestellt und hat mir erzählt, ja, wir AfDler sollten doch mal zu Frau so und so gehen, da wäre er neulich gewesen und die würde nicht nur Gerichte aus dem Nahen Osten kochen, sondern die bekämen wir auch ein Wiener Schnitzel. So, das ist tatsächlich das, worüber die diskutieren. Ich war neulich auch in Nürnberg auf einer, oder neulich ist gut, vor zwei Jahren, war ich in Nürnberg auf einer Veranstaltung, eine Diskussionsveranstaltung zwischen dem Oberbürgermeister in Nürnberg, Mali, und dem Söder. Die haben eine Dreiviertelstunde lang über das Thema Integration geredet und haben es geschafft, in der Dreiviertelstunde über Wohnungen, über Arbeit, über Essen und über Sprache zu reden und kein Wort über Werte zu verlieren. Dabei sind Werte das Zentrale, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Das ist das, Punkt 1. Dass man sagt, die Menschen müssen verstehen, was für Werte wir haben und diese Werte letztlich auch leben. Und das ist das, was im Deutschen Bundestag sich genau so auch widerspiegelt. Also sie sitzen da drin, sie kommen sich teilweise vor wie im grotesken Theater und denken sich, das kann doch eigentlich gar nicht wirklich deren Auffassung und deren Meinung sein. Und grundsätzlich, immer wenn es um das Thema Migration geht, kommen sie von den Grünen, von der SPD und von der Linkspartei nur mit irgendwelchen Einzelfällen, anstatt sich generell mit dem Thema zu beschäftigen. Und das ist genau das Problem. Die haben tatsächlich nur den Blick auf den entsprechenden Einzelfall, den sie gegebenenfalls kennen, wo es vielleicht gut war oder gut läuft, aber den Blick fürs Große und Ganze, den man eigentlich als Abgeordneter, der 100.000 Menschen jeweils repräsentiert, haben müsste, der fehlt ihnen. Und das ist das große Problem, was auch in der Demokratie in diesem Land schiefläuft. So,